So genial dieser Plan auch war, er ist fehlgeschlagen. Wir haben gerade, Herr Seifelstein hat ein paar Minuten vor der Audienz ein Bild aufs Handy gefaxt bekommen. Zu Befehl, Majestät, Hofbildstelle. Wir haben ihn in Ketten geschlagen, die Ungarn. Und jetzt brauchen wir halt Plan B. Seifelstein, unsere Ausrüstung für Plan B. Zu Befehl, Majestät, da sich die ungarische Stephanskrone nach wie vor im ungarischen Parlament befindet, müssen wir nun einen anderen Weg gehen. Die Ausrüstung für seine Majestät. Wir greifen die Ungarn von der See an. Und nicht, wie zu erwarten wäre, über den Neusiedlersee. Nein, wir werden sie überraschen, indem wir die Donau wählen. Mörderplan, gibt's nichts. Ein frecher Kerl, dieser See. Schützt es auch bei tiefer stehender Sonne? Das. Ich frage ihn ganz normal und er ist böse. Wir werden einen furchtbaren Verlust erleiden. Rufen Sie in Graz an, wir werden die Gregor-Seeberg-Hundezone irgendwo hinter Hundeklo noch hinbenennen. Er ist auch tapfer gekämpft, hat aber leider Gottes ist über Bord gegangen. Bla bla bla. Majestät, darf ich vorschlagen, Herrn Seeberg noch so lange zu begnadigen, bis Plan B erledigt ist? Er ist doch ein ausgezeichneter Schütze. Ja, das wissen wir ja, Seifenstein. Einziger Grund, warum er noch nicht hingerichtet worden ist. Die Donau wird sein Grab. Also, Seifenstein, jetzt brauchen wir natürlich das kaiserliche Torpedoschiff. Befehl, Majestät! Vorwärts, Biedermeier! Es war furchtbar teuer. Es hat extra ein Gelenk in der Mitte, damit es manövrierfähiger ist, nicht? Man kann da Kurven fahren in der Donau. So, das kann man aufmachen. So. Jetzt brauchen wir natürlich eine Galionsfigur. Ja, natürlich. Sie hat eine Galionsfigur. Sie kommt da vorne hin. Ja, so. Nein, nein. So, auf die Seiten. Wir werden sie einweisen. So. Ein bisschen die Talente herzeigen. Ja, richtig. Sie ist eine Galionsfigur, sie ist ganz vorne. Sie muss den Ungarn Angst machen. Die müssen sich denken, sehr, was haben die für Proviant mit? Die wollen uns aushungern. Siege erst der Steuermann. Er kommt nach hinten. Also gut, Seeberg. Er ist der Bordschütze. Darf ich auch meine Talente herzeigen? Ausfüllen? Ich will auch meine Talente herzeigen, aber wo steht der Bordschütze? Ja, mal. Da hinter der. Da. Jetzt brauchen wir die Schusswaffen für ihn. Zu Befehl, Majestät, vorwärts! Stimmt. Vorsichtig! Vorsichtig! Er ist geladen. Ja. Nicht die Klebutter schießen. Ja. Ja, er ist eh der Längste. Er kann den Ruderer machen, ja. Nicht? Naja, aber einer muss man. Ja, die Gastarbeiter natürlich, nicht? Ja. Drecksarbeit. So. Ein Ruder nach Seifenstein brauchen wir. Biedermeier! Ja. Da kommt das Ruder. Ja. Siegel, sind Sie bereit? Jawohl, euer Majestät. Ja. Also, wir legen los. Wir legen ab, nicht? So geht's! Aus, halt, stopp! Majestät? Ja? Majestät, habe ich denn gar keinen Platz in Plan B? Sicher? Nein, 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 nein. Viel wichtiger als Ihrer. Ja? Sie sind ein Deutscher. Nein, Seifenstein, Sie sind unser trojanisches Pferd. Brillant, Majestät! Majestät, wir greifen von See aus an.
Naja, eine trojanische Ente sind sie. Vormärz! Ja, sie sind dafür zuständig, dass die Ungarn abgelenkt werden. Ja? Verstehe, Majestät. Ja? Also, sie schwimmen vor, ja? Tauchen selbstverständlich, ja? War mit einem Ablenkungsmanöver. Sie ziehen dann die Aufmerksamkeit auf sich. Hoffentlich gelingt mir das, Majestät. Ja, hoffentlich. Also schwimm ab ins Wasser. Sein. Befehl, Majestät. So. Also, so, Sie lenken jetzt die Ungarn ab. Wo ist unser Ziel? Ja, Parlament in Budapest. Ja. Wir fahren noch ein Stück. Geht schon. Majestät. Ja. So, darf ich dein Ablenkungsmanöver? Du hast den richtig. Was die Habsburger verbockt haben. Ne? Also, Ungarn gehört jetzt wieder uns. Ne? Ausgezeichnet. Also, bis morgen ist das Boot fertig. Nach diesem Vorbild umgebaut, Siegel, sagen Sie, wir trauen das denen nicht zu. Na, ich traue denen das auch nicht zu, nicht wahr? Ja. Kann ich noch mal schießen? Also, ab mit euch. Ja. Teufelstein? Steak! Mit so einer Marine sind wir da geschossen.